Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich zeige euch heute, ich habe es mir noch nicht angeguckt, Papa Platte hat's geschafft bei Seven vs. Wild und noch zwei andere Teams. Und er hat jetzt ein Video hochgeladen vor 19 Stunden, glaube ich. Meine Gedanken direkt nach Seven vs. Wild. Und das möchte ich gerne mit euch anschauen. Lasst uns mal hören, was er zu sagen hat. Das Video von Ihnen in meiner Beschreibung könnt ihr auch aufklicken. Wir fangen jetzt an. Nein, Mäuse, was geht ab? Hallo. Wahrscheinlich mitbekommen, Freunde, Seven vs. Wild ist vorbei. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, komplett, dann guckt erst komplett, weil hier werdet ihr auf jeden Fall gespoilert. Ich habe mir keinen Plan für dieses Video gemacht. Ich dachte einfach mal, ich mache einen kleinen Mini-Talk, straight up, ohne Skript, einfach mal für euch, wie meine Gefühle sind und auch irgendwie für mich selber, weil ich meine, das ist halt ein Once-in-a-Lifetime-Experience, die wir da gemacht haben. Das wird so nicht nochmal vorkommen. Oh. Ja, ist heftig, ey. Ihr müsst euch mal vorstellen, 15 Tage haben die das geschafft und das ist, war ja das Team, was am wenigsten, glaube ich, gegessen hat, ne? Die haben ja nur eine Wasserquelle gehabt und ja, was haben die... Haben die überhaupt was gegessen? Außer Beeren, glaube ich, ne? Die haben nur Beeren gegessen, ne? Sascha Huber und Knossi haben ja, glaube ich, 43 Fische gefangen. Das ist der Unterschied, schon heftig. Und Affe und Hanna haben ja auch, die haben ja auch Muscheln viele gegessen, ein bisschen Algen auch, Schnecken. Ja, und das Team, Wieso und Papa Platte, haben am wenigsten gegessen. Dass sie das geschafft haben, ist schon heftig. Ich möchte das am liebsten auch machen, mal so 14 Tage, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Deswegen Respekt auf jeden Fall. Hammer. Aber wir hören mal weiter, was er sagt. Hoffe ich jedenfalls. um das schon mal vorwegzunehmen. Ja, wir haben gerade, ich glaube, lass mich gucken. 17.32 Uhr, Freunde. Wir wurden so roundabout 11 Uhr oder sowas abgeholt, sind dann auch rumgefahren und so weiter. Ich habe gerade wirklich eigentlich nur kurz, was heißt kurz, ich habe eine halbe Stunde geduscht oder so. Das war das beste Gefühl überhaupt. Wir haben ja 2 Wochen, ich habe mich ja gar nicht gewaschen, Digga. Es hat, Bro, ich weiß nicht, woher der Geruch kam, aber in unserem Basecamp hat es teilweise am Ende des Tages nach Pisse gerochen, Bro. Es war übertrieben. Scheiße. Es kann aber sein, weil jetzt, ich weiß nicht, alle waren ja am Ende dort, wo die Teilnehmer dann abgeholt wurden, die es dann geschafft haben. Und da haben wir wahrscheinlich auch alle da rumgepinkelt. Aber gut, weiter geht's. War auch eine andere Story. Ja, ich habe auf jeden Fall gerade eine halbe Stunde geduscht, 7 Minuten Zähne geputzt oder sowas. Ich werde das gleich alles nochmal wiederholen. Vorsichtshalber. Und ja, ich dachte, wir fangen vielleicht an mit einem kleinen Formcheck. Und ich zeige euch kurz, wie meine aktuelle Form ist. Ich glaube, man weiß ungefähr, wie sie vorher war. Jo, stimmt, das habe ich auch gesehen. Am Ende des Videos hat man auch die Teilnehmer gesehen, wie viel Gewicht die verloren haben. Entschuldige, das hat geklingelt. Wie viel Gewicht die verloren haben. Und Papa Platte hat glaube ich, 13 Kilo verloren. Ich habe heute gehört, man verliert 8 Kilo Wasser. Und danach kommt das Fett oder so. Aber schon heftig, 13 Kilo. Und so sieht sie jetzt aus. So. Das hier ist die aktuelle Form. So ist es. Okay. Vor Sim vs. Wild. Ja, man sieht's. Er ist nicht muskulöser geworden. Oder er hat seine Muskeln auf jeden Fall viel verloren. Aber der hat auch so dieses etwas, ja, Fett verloren. Wenn er jetzt trainiert, sieht er, glaube ich, gesünder aus als, Force im Westfall. Aber top. Top Körper. Wieso ist ja auch heftig, ne? Er hat, glaube ich, 16 Kilo abgenommen. Respekt, wirklich. Wirklich. Wieso? Hammer. Wenn du das Video siehst, Respekt, weil ich habe gehört, 1 Kilo Körpergewicht reduziert oder gibt dir 2 Jahre mehr Leben oder so. Das heißt, 16 Kilo. Du hast dir so viel Leben wieder zurückgeholt oder wie man das auch, man kann es auch anders sehen, ne? Du, Hammer, Respekt auf jeden Fall. Das wird dir auf jeden Fall einen Schub geben. 16 Kilo ist schon viel und es ist sehr, sehr cool. Aber weiter geht's. So ist es, wenn ich locker lasse, komplett.
Und so ist, wenn ich anspanne. Da ist nicht mehr so viel zum Anspannen, aber ja, das ist die Form, Freunde. Bisschen weird, ich habe hier so einen übelst kranken Ausschlag bekommen. Ich glaube, also ich hatte halt 14 Tage das ein T-Shirt an, check hier. Und ich glaube, das ist dann nicht so geil. Und es liegt einfach daran. Also das wird dann einfach gewaschen und dann ist gut. Ich glaube, das könnte aber auch Stress sein, weil man jetzt so, sag ich mal, so viel Zeit hat, du hungerst, ne? Du hast Todeslangeweile, du hast vielleicht auch, es kommen so viele Aspekte auch, dass der Körper dann auch viel mehr, sag ich mal, Giftstoffe auch ausscheidet, weil du nichts mehr isst und alles und heftig, ja, mit dem T-Shirt kann es auch sein, weil ne, du schwitzt alles aus, irgendwann hast du nichts zum Schwitzen und das klebt dann alles am T-Shirt. Ja, ich habe auf jeden Fall krass abgenommen. Ich glaube, es sind 10 Kilogramm. Gut, aber das ist ja auch alles nicht so wichtig, Freunde. Wie geht's mir denn jetzt? Ja, wir sind hier rausgekommen. Ich glaube, das ist sowas, ich glaube, jeder hat so diese Momente im Leben, wo man irgendwie so irgendwas erlebt und es fühlt sich irgendwie nicht so real an. Also ich glaube, ich check gerade noch nicht so ganz, dass es passiert ist und verarbeite das gerade noch nicht so ganz. Ich glaube, das wird wahrscheinlich irgendwie morgen oder übermorgen passieren. Aber also ich bin so froh, dass es endlich vorbei war. Es ist, während wir da drin waren, haben wir sehr oft, vor allen Dingen off-cam, da haben wir nicht on-cam so viel drüber gesprochen, glaube ich, vor allen Dingen off-cam darüber gesprochen, so lohnt sich das, dass wir hier sind? So, ist das was uns irgendwie privat weiterbringt oder halt auch so, ne, so auf jeden Fall natürlich auch so reichweitemäßig, das ist ja auch kein Geheimnis, dass wir da auch für Content und Reach und irgendwie diese Sachen auch irgendwie drin sind. Das ist nicht das Main-Ding, aber es ist auf jeden Fall. Ich glaube auch diese Gesundheitseffekte, die man dafür bekommen hat, klar, es ist nicht gesund, so lange nichts zu essen, aber in einer Sicht ist es ja auch irgendwie wieder gesund, weil man wieder nichts isst. Ja, ein bisschen paradox, aber ich glaube, es tut auch gesundheittechnisch auch oder psychisch auch einfach eine schöne Rolle, einfach mal auch dieses psychische Bereich auch einfach anzuschauen. Du hast halt viel Ruhe gehabt irgendwie. Das heißt, das hat dich wieder, sag ich mal, runtergebracht. Du hast weniger Stress. Klar, du hast Stress, weil du hungerst. Aber du hast, glaube ich, sehr, sehr viel nachgedacht. Du hast Zeit mal gehabt für dich. Körperlich hast du auch, sag ich mal, viele Giftstoffe und Zartstoffe einfach rausgeholt aus deinem Körper, weil du nichts mehr gegessen hast. Und ja, man kann halt schon vieles rausgewinnen. Auch, ne, ist auch ein Ding. Und ich muss sagen, während wir da drin waren, war ich oft der Meinung, dass es hier sich so semi lohnt. Also muss ich euch ganz ehrlich sagen, ne, ohne dass es jetzt irgendwie missgünstig den anderen gegenüber klingen soll, aber es gab so eine Stelle, wir wurden abgeholt. Und dann wir waren drei Leute in dem Boot, beziehungsweise drei Teams. Das Team Knossi und Sascha, Hanna und Affe und wir. Und wir waren halt die ganze Zeit so, ja, okay, wir holen halt noch ein Team ab und so. Und die haben uns halt auch so erzählt, yo, wir machen jetzt auch irgendwie Whale-Watching und so, um so uns ein bisschen hinzuhalten und sowas. Und wir wussten die ganze Zeit nicht, wo wir hinfahren. Und dann waren wir an einem Basecamp angekommen. Und da standen halt die anderen, Trimax, Wieland und so. Und wir dachten so, ah, okay, die wurden mit einem anderen Boot abgeholt. Und dann hat Dave gesagt, alle Leute, die hier auf dem Boot sind, sind die einzigen Leute, die 14 Tage geschafft haben. Bro. Das war so krass. Also ich meine, das hat sich auch schon vorher gelohnt und ich war vorher sehr, sehr glücklich. Aber das war so, Alter, das war krass. Das ist irgendwie ein heftiges Gefühl. Also wie gesagt, ohne dass es jetzt irgendwie böse gegen den anderen über irgendwie klingen soll. Das ist, am Ende des Tages muss man sagen, es ist auch einfach eine große Glückssache, wirklich. Ja, das stimmt, ne? Guck mal, wenn man sich vorstellt, die Natun-Söhne und Survival Martin und Fritz, da dachte ich auch, die bleiben komplett. Ah ja, was Papa Platte meinte schon, es spielt wirklich viel Glück, in welcher Umgebung du bist, ne? Die haben halt am Ende, der eine hat der Körper leider abgesagt, bei den anderen das Wasser, ne? Schon verrückt. Aber ich finde, das macht es dann in meinem Kopf nochmal irgendwie heftiger und es hat mich vor allen Dingen auch irgendwie gefreut, weil ich glaube, die
Serie, die Staffel ist mega geil geworden dadurch. Und da war so, oh mein Gott, das hat sich alles gelohnt. Jede Minute, die wir gesessen haben und da geguckt haben auf die Uhr, und wir haben wirklich oft gesessen und auf die Uhr geguckt und es ist die Zeit nicht vergangen, hat sich gelohnt. Ich muss auf jeden Fall sagen, ich bin unfassbar dankbar, dass ich eingeladen wurde, dass wir eingeladen wurden. Ich bin übelst dankbar, dass ich Rietzmann als Partner hatte. Ich wäre da mit niemandem anderen reingegangen. Wir haben uns nicht einmal abgefuckt. Also er hat mich abgefuckt mit seinem Schnarchen und ich habe ihn abgefuckt, weil ich immer so rumgezappelt habe in der Nacht. Aber so jetzt so, dass wir uns wirklich, ne, so richtig abgefuckt haben, war nicht. Und ich glaube, das ist jetzt nochmal, also ich glaube, wir haben jetzt eine noch krassere Freundschaft dadurch. Und es fühlt sich gerade so an, als könnte man einfach alles schaffen. Es ist einfach wirklich ein unbeschreiblich geiles Gefühl. Und es hat sich gelohnt. Also 14 Tage haben sich dafür gelohnt, 100%ig. Das würde ich auf jeden Fall jetzt so sagen, aus vollster Überzeugung. Und ich fand es auch einfach irgendwie krass zu sehen. Ich wusste nicht so ganz, ich kannte so ein bisschen von dem Trimax 7 Tage nicht essen Stream, dass man halt 7 Tage nicht essen kann. Und ich weiß auch, dass man irgendwie so 2-3 Wochen ohne Essen schafft. Aber ich wusste nicht, wie ich es schaffe oder wie sehr es abfuckt und so. Und es ist irgendwie voll geil, mal zu sehen oder zu wissen jetzt, Alter, ich kann 2 Wochen ohne Essen. Das ist halt auch cool, ne? Ich möchte auch schon mal gerne wissen, wie viel ich oder wie lange ich das aushalten kann, weil ich habe es halt wirklich nie ausprobiert. Ne, wenn man mal eine Grippe hat oder eine Erkältung, hat man manchmal 3 Tage nichts gegessen, aber sonst weiß man eigentlich nicht, ne, ob man das jetzt schafft, so wie bei der Naturensöhne. Da hat ja der Bruder beim Körper bedingt, musste er da abbrechen. Die Frage ist, passiert das bei mir auch in ein paar Tagen? Deswegen, das ist schon cool zu wissen eigentlich, wie lange schaffe ich das überhaupt ohne Essen. Ist schon sehr cool. Ist schon sehr geil zu wissen. Schon Hammer, ja. No joke, Essen ging so krass fit. Ich habe auch zu allen gesagt und auch in unserem Podcast, den wir ja an Tag 7 aufgenommen haben, mir wäre lieber gewesen, ich hätte irgendwie ein Tablet gehabt mit Netflix oder sowas oder irgend so ein Unterhaltungsmedium, YouTube oder so, als Essen. Also die Zeit rumzubekommen war für mich persönlich die größere Challenge, weil, keine Ahnung, seit... Boah, das ist bei Survival Martin aber auch so, glaube ich. Er braucht, glaube ich, seine Maya, er braucht einfach Menschen, weil dann... Oder bei mir ist es genauso. Ich möchte schon gerne mal einfach mal so eine Woche barfuß in den Bergen rumlaufen oder nichts essen oder nur das essen, was man empfindet. Aber ich schaffe das nie, weil... Ich bin nicht gerne alleine. Ich kann es einfach nicht alleine, sowas zu machen. Wenn einer dabei ist, easy, dann schaffe ich eine Woche. Aber so alleine ist schon immer so ein Level irgendwie. Das ist schon komisch. Ja. Oder weil man einfach zu viel Langeweile, glaube ich, hat. Und man dreht irgendwann durch irgendwie. Ne? Ja. Ich climbe, mache ich immer irgendwas, bin immer hier und da, muss immer irgendwas machen und so. Und ich finde es auch übelst geil, aber so... Ja, auf einmal bist du halt in der Wildnis und also wir hatten halt nichts. Das Einzige, was ich hatte zum Spielen, waren Stöcker, Wurzeln und eine Schnur. Und ich habe dann angefangen in so eine Schnur, das habe ich auch, glaube ich, gar nicht gefilmt. Ich habe in so eine Schnur, habe ich versucht, das war so eine lange Schnur, wie viele Knoten kann ich da reinmachen? Und als ich dann das fertig geknotet habe, habe ich es wieder aufgeknotet und das habe ich locker 5-mal wiederholt oder sowas. Ja, das ist schon krass. Das fand ich auch richtig cool bei Affe und Hanna. Die haben halt einfach so viel gebastelt. Das fand ich eigentlich so cool. Man hat so 3 Teams gehabt am Ende. Ein Team war so gar kein Essen, aber wir schaffen das. Das andere Team voll motiviert, ne? Sascha Huber und Knossi. Angeln. Und die Mädels, die haben halt irgendwie beides davon. Ne? Die haben halt Essen, dann haben die aber viel gebastelt. Und das fand ich sehr interessant, wo man das so gesehen hat, so... dass man auch, dass so, sag ich mal, ja, so diese wichtigen kleinen Sachen wieder schätzbar sind. Ne? So eine kleine Kette wieder gebastelt oder so eine Gabel hatten die ja am Ende noch gehabt, einen kleinen Tisch, einen Stuhl haben die gebaut. Dann haben die ja auch mit der Rinde von einem Baum, ich habe den Namen jetzt gerade nicht im Kopf, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das nochmal heißt,
Da haben die ja auch so einen Trog gebaut oder so ein Netz. Schon sehr geil, auf welche Ideen man so kommt. Schon cool. Also damit ihr checkt, wie schlimm das war. Und ja, also das ist auf jeden Fall krass. Und ich habe einfach das Gefühl, das ist so eine Story einfach, die wird man seinen Kindern und auch seinen Enkelkindern erzählen. Und dann wird man so dieser coole Opa sein, der seinen Kindern was erzählen kann und erzählen wird. Und ich glaube, am Ende des Tages machen wir es dafür, wisst ihr? Eine weitere Sache, die ich gemerkt habe, während ich da drinne war, ist, dass mir halt Familie wirklich, also ich muss mir mehr Zeit nehmen für Familie. Ich habe die letzten Jahre immer Content über alles gestellt. Ich mache es technisch gesehen gerade in diesem Moment auch. Ich habe meiner Mom und meiner Freundin und so habe ich halt geschrieben, hey, ich melde mich gleich, wenn ich auf dem Hotel bin. Und jetzt sitze ich auf dem Hotel und drehe ein verficktes Video. Aber ich wollte das erstmal weg haben, so. Ah, das kenne ich. Irgendwie, ja. Ja, interessant. Aber ich wollte... Ja, ne, wirklich. Man, das kennt man irgendwie. Wenn man so unterwegs ist und viele reist, ne, ich bin auch oft in den Bergen Bayern und wandere da einfach, weil es einfach so schön ist. Und immer nach so einer starken Wanderung, ne, von den Watzmann nach unten oder zur Zugspitze nach oben, wieder nach unten gelaufen, gezeltet irgendwie und dann übernachten, ne, tagelang Kräuter essen. Klar, man hat ein bisschen von den Alpen was gekauft, hat ein bisschen Wurst und Käse gehabt. Aber wenn man zurückkam, hat man wieder irgendwie doch an der Familie gedacht, dass man mehr mit der Familie macht. Das spürt man eigentlich immer, wenn man Zeit für sich hat. Ist schon interessant, warum immer dieser Gedanke kommt, ich muss mehr mit meiner Familie machen, wenn man irgendwie was Hartes geschafft hat oder was Schwieriges hinter sich hat. Ich will mir auf jeden Fall mehr Zeit nehmen für so Sachen. Am Ende des Tages sind es nicht die 2 Stunden mehr Streaming oder so. Und mehr, ja, und auch mehr Zeit verbringen zum Beispiel mit meinen Geschwistern. Also ich weiß nicht, ich rede da oft nicht so drüber, aber ich habe 3 Geschwister, 3 Halbgeschwister. Ich habe auch 3 Geschwister. 2 Schwestern und einen Bruder. Und die haben auch Familien schon. Also beziehungsweise mein Bruder hat halt ein Kind. Und ich sehe die halt einmal im Jahr oder so. Und Mann, Digga, das ist meine Familie, meine Geschwister. Ich muss mir dafür mehr Zeit nehmen. Und was ich am allerersten gemerkt habe, ist 2 Sachen. Einmal, ich will unbedingt auf mehr Dates gehen mit meiner Freundin. Da einfach auch nochmal mehr Zeit reinstecken. Und wo ich wirklich sagen muss, das klingt jetzt dumm, weil die anderen Sachen sind halt obvious wichtiger. Aber was ich am krassesten gemerkt habe, ich freue mich einfach drauf zu kochen. Ich freue mich so drauf, mehr zu kochen. Ich will einfach hingehen und einfach ultra viel kochen. Ich habe richtig Bock, ich habe mir neue Utensilien bestellt. Ich will da einfach mehr machen. Da wird es auch Kochstreams noch geben und irgendwie Koch-Content. Kochen ist schon geil. Ich glaube, auch wenn man jetzt so viel, sage ich mal, gehungert hat, hat man einfach wieder Lust, einfach selbst für sich was zu machen, ne? Worauf man Bock hat. Einfach mehr kochen. Das ist einfach so ein wichtiger Skill. Und ich finde es so cool, wenn Leute gut kochen können und ich will gut kochen können. Das Letzte, was ich sagen wollen würde... Ach so, ganz kurz. Wenn ihr ein Kochvideo von mir sehen möchtet, aber das was der Punkt ist, nur aus der Natur Pflanzen oder Knollen, die man finden kann im Wald, nur mit den Sachen irgendwie ein Gericht zu kochen. Wenn ihr das sehen möchtet, schreibt mal gerne in den Kommentaren. Ich hoffe, dass euch die Staffel gefallen hat einfach. Ich hoffe, es war einfach geiler Content und an alle Leute, die irgendwie neu sind und so, freue mich sehr. Da kommen auf jeden Fall noch geile, geile Podcasts auf euch zu, Freunde. Wir werden jetzt morgen noch, und es wird jetzt die Tage rauskommen, mit Knossi und Sascha und mit Wieland und Trimax Podcasts aufnehmen, live von hier. Ich glaube, das wird unfassbar nice. Da kriegt ihr auch von denen nochmal so ein bisschen Insights und was die so denken. Gut. Das war's dann auch schon, Freunde. Ich werde jetzt nochmal unter die Dusche springen und mir nochmal die Zähne putzen. Und dann heute Abend wird krank gesoffen. Ey, vielen, vielen Dank für alles, Leute. Wirklich, das ist unfassbar. Die letzten Monate waren so krass mit nicht nur Seven, sondern soweit alles. In dem Sinne, macht's gut, Freunde. Gehabt euch wohl. Euer Commander Krieger. Ja, cool. Das war die Folge. Schön, dass ihr das angeguckt habt. Was findet ihr
über das Video. Schreibt gerne mal in den Kommentaren. Ich finde, Papa Platt hat alles gegeben. Hammer. Alle Teams waren gut. Ja. Welche Teams war für euch unterhaltsamer? Bei mir war das Sascha Huber und Knossi. Es hat einfach Spaß gemacht, die beiden anzugucken. Das könnt ihr auch mal gerne reinschreiben. So, welche Teams war für euch unterhaltsamer? Und oder vielleicht auch lernhafter. Wo ich am meisten gelernt habe, war bei Affe und Hanna. Die haben ja wirklich gefühlt alles gegessen. Da dachte ich so, cool. Oder dass man mit einem Baum hinter der Rinde, glaube ich, oder mit der Rinde so Seile rausbauen kann. Und es war schon sehr cool eigentlich. Ja, das war's. Macht euch einen schönen Tag. Vergesst nicht zu abonnieren, zu liken. Und ja, nächstes Mal kommt noch ein Video über irgendwas. Mal gucken, ich suche mal was raus. Freut euch schon mal darauf. Habt euch lieb. Tschüssi.